Herr Fürnis, 2:0 Sieg heute gegen eine gute Göppinger Mannschaft. Wie sehen Sie, wie haben Sie die Begegnung gesehen? Ja, wir waren von Beginn an ganz gut im Spiel, wussten, dass sie sehr tief stehen werden, der Gegner. Und da haben wir uns auch dementsprechend darauf eingestellt, haben das in der Offensive in sehr vielen Phasen gut gemacht. Ist natürlich aber so eine Option, die man dann letztendlich dann immer noch besser hätte lösen können. Gerade im Spiel nach vorne in die Schnittstellen rein, da hätten wir noch ein bisschen konsequenter in der ersten Halbzeit gerade dann agieren können. War natürlich aber auch schwierig auf dem Platz das Ganze umzusetzen. Der Gästetrainer hat die Schiedsrichterleistung angesprochen und bemängelt, war mit vielen Sachen unzufrieden. Wie ist das aus Ihrer Sicht gewesen? Ja, ich denke, dass natürlich da die Emotionen beim Göppinger Team da ein bisschen jetzt mit der Verletzung dann hochgekocht sind, dass man das alles jetzt nicht überbewerten sollte. Ich glaube, der Schiri hat jetzt nicht irgendwie Einfluss auf das Spielverlauf genommen oder auf das Ergebnis. Wir haben unser Spiel durchgedrückt und haben auch da ganz klar verdient, dann heute die 3 Punkte auch eingefahren. In letzter Zeit hatten Sie wieder die Gelegenheit oder die Möglichkeit gehabt, mit dem eigentlichen Kader der zweiten Mannschaft zu spielen. Da hat Ihnen ein bisschen aber der Erfolg gefehlt. Jetzt hat sich der Erfolg bei diesem Spiel eingestellt. Woran lag es oder was musste man verändern, damit man wieder auf die Erfolgsspur kommt? Das ist eine schwierige Situation für unsere Mannschaft dann auch, wenn jetzt schon über die ganze Saison dann immer 6 bis 8 Spieler am Wochenende dazukommen zum Team, die dann von Beginn an spielen. Die anderen fallen dann hinten runter, trainieren eigentlich die ganze Woche gut. Und das über so eine ganze Saison, das Tempo und den Willen und die Konzentration da hochzuhalten, ist natürlich auch für die Jungs dann schwer. Letzte Woche war es einfach so, wo wir das erste Mal wieder mit unserem Kader gespielt haben, dass wir in Offenburg da einfach im Kopf nicht bereit waren, da den Schritt mehr zu tun und dann auch vielleicht auch das zu zeigen oder die Spielern das zu zeigen, die im zweiten Glied dann jetzt waren und von Anfang an gespielt haben. Fehlt natürlich ein Stück weit Spielpraxis, aber ich glaube, da hat mehr der Kopf, die Einstellung war da die Ursache für die Niederlage. Und heute haben wir das wesentlich besser gemacht. Heute waren wir viel agiler. Und die Jungs, die gespielt haben, die haben das richtig, richtig gut gemacht heute. Gerade wo die Profis ausgeholfen haben, sozusagen, hat man sich wieder ins Tabellenmitte vorgearbeitet. Wie sieht da die Perspektive aus zum Ende der Saison hin? Und was können Sie uns über die nächste Begegnung gegen Hollenbach sagen? Ja, okay, die Situation, da sind wir immer in enger Absprache mit dem Profi-Trainern, mit Mirko Slomka. Und da werden wir dann auch schauen, wie die Situation es hergibt. Das war jetzt die letzte Woche, war natürlich Länderspielpause, wo natürlich auch die Spieler dann mal verdient, vielleicht auch mal 2-3 Tage frei bekommen haben. Jetzt ist halt diese englische Woche mit dem Freitagsspiel bei den Profis und gleich jetzt wieder Dienstag. Und da ist natürlich, steht natürlich im Moment, das ist ja ganz, ganz logisch, auch die Profis da im Vordergrund. Und wir haben das oder versuchen das natürlich immer in der U23 dann dementsprechend umzusetzen. Ist uns ganz gut gelungen, die letzten, jetzt gerade in der Rückrunde, muss ich sagen. Und da müssen wir einfach positiv weiter agieren. Die Spieler, die am Wochenende zum Einsatz kommen, ob das jetzt Profis sind, die runterkommen, haben immer eine sehr gute Leistung auch bei uns gezeigt, eine sehr gute Mentalität gehabt. Und unsere Spieler dann auch, wenn sie so spielen und wenn das so weiterläuft, wie wir es heute dann auf dem Platz auch gezeigt haben. Und von dem her bin ich da ganz, ganz optimistisch, egal ob wir mit unserer Truppe, der originären U23 spielen oder ob wir jetzt dann die Profis dazu bekommen. Von dem her bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Runde noch positiv dann auch gestalten können, egal mit welcher Truppe. Und zum nächsten Gegner, Hollenbach, dürfte eigentlich alles andere als 3 Punkte eine Enttäuschung sein, oder? Ja, so ein Spiel muss halt immer in der Oberliga erst gespielt werden. Aber klar, wir spielen zu Hause, haben jetzt in den letzten 5 Spielen 4 Siege. Das Momentum ist bei uns und da wollen wir natürlich positiv das auch zu Hause gestalten. Absolut, ja.